Warum kann man mit einer Einschränkung nicht sexy sein? Ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal sehr ästhetisch geworden. Was würde euch denn gefallen? Ich bewege mich ein bisschen roboterähnlich, aber trotzdem gleiche ich ja jeder normalen Frau. Wenn es dann Richtung Sex geht, was würde funktionieren, was würde gar nicht funktionieren? Missionaren, so ist bei mir halt gar nicht möglich, weil ich meine Beine vorne einfach nicht weit genug aufkriege. Das hier ist Sophias Profil. Sophia ist auch viel im Online-Dating unterwegs. Da habe ich dann direkt eine Nachricht bekommen, von wegen, ja, mit dir kann man ja gar keinen Sex haben. Warum glauben wir eigentlich nicht, dass Menschen mit Einschränkungen auch Lust auf Sex haben, auch sexuelle Wesen sind? Warum ist das eigentlich so ein Tabuthema? Hallo. Hi, Olle. Hallo, freut mich. Hallo, hallo, Olle, freut mich. Wo wollen wir denn hin? Also, mir ist das egal. Ich meine, ich habe ja eh einen Platz. Ja, ach, wunderbar. Also, dann kannst du dich auch da auf den Stuhl. Ihr könnt euch auch, wenn ihr was zu trinken haben wollt, müsst ihr euch das selbst nehmen. Ich glaube, wir kriegen das gut hin heute. Obwohl das Thema ja recht privat ist. Ich weiß nicht, wie oft du mit völlig fremden Menschen über deine Sexualität redest. Ich tue es nicht so oft. Ich setze mich jetzt nicht ins Café und rede da mit irgendwelchen Leuten drüber, aber ich würde immer so vielleicht sagen, an interessanten Gesprächen nimmt man ja gerne teil. Und gerade in meiner Situation ist das ja doch schon ein bisschen außergewöhnlicher, über dieses Thema zu sprechen, weil man sich nicht so gut vorstellen kann, wie sowas ablaufen kann auch. Das ist ja doch in der Gesellschaft ein großes Tabuthema. Wenn ich jetzt von mir ausgehen würde, sagen wir mal, ich bin unterwegs auf einer Dating-Webseite und swipe mich da so durch und es ploppt eine Person mit offensichtlichen Einschränkungen auf. Ich kann es dir nicht zu 100% sagen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit würde ich das wahrscheinlich einfach weg, oder diese Person würde ich wahrscheinlich einfach wegwischen. Obwohl ich da ja keine Berührungsängste habe. Ich habe tatsächlich mal mit Menschen mit Einschränkungen gearbeitet. Trotzdem verbinde ich Menschen mit Beeinträchtigungen irgendwie nicht mit Sexualität. Das ist ein super weirdes Vorurteil, mit dem du wahrscheinlich auch des Öfteren konfrontiert bist, oder? Ja, schon. Also viele können sich das nicht vorstellen. Klar, so Fragen, wie kannst du alles fühlen, das ist auch völlig in Ordnung. Das ist Standard, finde ich. Aber ich finde es schon ein bisschen traurig, also dass man so gewisse Vorurteile schon gleich so nach vorne einfach bringt. Auch gerade mit dem so, ja, du sitzt im Rollstuhl, das geht ja bei dir schon mal gar nicht. Ich denke ja nicht schlechter oder besser über jemanden mit Brille, mit Glatze, dick, dünn, als wie mit jemandem, ne, der jetzt vielleicht optisch, und das ist ja auch immer so ein Thema, in die Gesellschaft passt. Also klar, körperlich in dem Falle, ich bewege mich ein bisschen anders, ein bisschen roboterähnlich. Ich kann mich jetzt nicht so smooth bewegen, aber trotzdem in dem Falle gleiche ich ja jeder normalen Frau auch. So. Ich habe mich auf diesen Dreh vorbereitet und da sind wir auf so eine Sache gestoßen, nämlich das Wording. Wie sagt man denn? Was sagst du da lieber? Menschen sind, was Menschen mit Behinderung angehen, so ein bisschen ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Gemeiner? Mhm. Dass das Wort so negativ behaftet ist, genau, meinst du? Dieses Wort behindert wird halt einfach für alles benutzt. Und glaube, deswegen würde ich auch eher sagen, Einschränkungen trifft es dann schon eher. Und das ist einfach viel passender. Das ist so ein bisschen weicher. Mit Frank hast du ja über deine vorherige Beziehung geredet, die 10 Jahre lang gedauert hat. Ich bin einfach eigentlich auf alles angewiesen. Also ich kann nicht alleine aufstehen, ich kann mich nicht alleine irgendwo anders hinsetzen. Wenn ich jetzt auf dem Rücken liege, steht ja mein linkes Bein immer quasi so in der Luft, also angewinkelt. Ne? Ich kann es ja die nicht ganze ablehnen. Nacht. Genau. Ich habe noch Rosen gekriegt und so. Und einen Monat später auf einmal, ich liebe dich nicht mehr. Ich kann mich noch an einen Kommentar von damals erinnern. Da stand irgendwas von wegen, voll ekelhaft, die Frau, von der hätte ich mich auch getrennt. So, und das ist zum Beispiel auch wieder so ein Kommentar, da würde ich sagen, der tritt, also hundertprozentig tritt der halt auch wieder auf, dass da sowas drunter steht von wegen, bei der würde ich keinen hochkriegen oder irgendwie sowas. Freunde, Wertung oder vor allem solcher Hate wird bei uns nicht geduldet. Wir haben ja eine Netiquette und ich würde alle Zuschauer darum bitten, euch an die zu halten und respektvoll in den Kommentaren zu bleiben. Wie ging es dann für dich weiter, nachdem Schluss war? Man hat in gewisser Weise ja so eine Bezugsperson verloren. Man konnte sich das halt einfach überhaupt nicht vorstellen, wie das jetzt weitergeht. Ich bin dann auch recht schnell quasi in diese Dating-Szene gerutscht. Ich habe es dann einfach irgendwann gemacht, dass ich mich dann angemeldet habe und dementsprechend dann auch recht schnell viele Leute kennengelernt habe. Und sei es halt nur durch Kommunikation und einfach ein bisschen, hey, wie geht's, wie war dein Tag? Und im April hatte ich dann auch mein erstes Date.
wie das genau abläuft. Darüber sprechen wir später noch genauer. Ich fände es super spannend zu sehen, wie du dich präsentierst. Ich bin jetzt aktuell nur noch auf Bumble. Ich wurde von Tinder gesperrt. Also ich mache ab und zu mit einer Assistenz von mir Shootingbilder. Da hatte ich halt auch ein Bild drin und ich glaube, entweder hat mich irgendeiner gemeldet oder ich wurde aufgrund des Shootingbilds gesperrt. Viele haben irgendwie Bilder, die sehr sexy angehaucht sind auf solchen Plattformen. Ja, vielleicht darf man das als Mensch mit Einschränkung nicht. Du wirst später ja auch noch ein Shooting haben und ich werde dabei sein. Ich bin schon gespannt, was für Bilder dann im Endeffekt da rauskommen, wenn man dafür gesperrt werden kann. Wir werden sehen. Ich finde diese Vorurteile super weird. Die habe ich ja auch. Und deswegen finde ich super gut, dass ich mich hier heute hinterfrage. Hoffe, dass die Zuschauer zu Hause das auch machen. Es gibt ja noch viel mehr solcher Tabuthemen. Und falls euch da welche einfallen, dann schreibt sie mir super gerne in die Kommentare. Wir machen super gerne Filme darüber. Und natürlich, falls ihr die nicht verpassen wollt, lasst mal ein Abo da. Fangen wir mal mit deiner Bio an. Also was steht denn da drin? Ich habe eigentlich immer was stehen in meiner Bio. Über meine Erkrankung. Jetzt habe ich quasi drin stehen, ich bin sprichwörtlich behindert, aber vielleicht bin ich gar nicht kaputt, sondern reine Kunst. Außerdem habe ich noch drin stehen, Fulltime with a smile, tätowiert und humorvoll. Zeigst du mir mal deine Bilder? Das ist zum Beispiel eines. Aus so einem Shooting dann entstanden, ja. Auf deinen Bildern erkenne ich jetzt nicht auf den ersten Blick, dass du eingeschränkt bist. Spielst du da extra damit? Klar, natürlich spielt man, also man spielt ja irgendwie mit allem so ein bisschen. Und wenn man dann eine Frage hat, die auf den Text bezogen ist, dann soll man sich melden. Ja, eben. So, okay. Ne? Weil entweder interessiert es dich oder es interessiert dich halt einfach nicht. Und viele fragen mich dann, ja, was hast du denn für eine Behinderung? Und wenn die dann lesen, so ja, ich habe eine seltene Knochenkrankheit, dann ist für den einen oder anderen da schon, also dann... Dann ist da schon Schluss, ja. Ich hatte meine Bio aus dem Lied von Lea und Montez, hatte ich einmal eine Line. Vielleicht sind wir nicht das Perfect Match, aber dafür haben wir den lautesten Versöhnungs. Und da habe ich dann direkt eine Nachricht oder oft sofort so eine Nachricht bekommen, von wegen, ja, mit dir kann man ja gar keinen Sex haben. Auf deinem Instagram sieht man schon eher, dass du eine Einschränkung hast. Es sind auch erotische Bilder dabei. Was gibt dir das, die zu machen, die dann zu posten? Es ist für mich irgendwie ein bisschen auch Freiheit. Warum kann man mit einer Einschränkung, mit einer Behinderung, egal in welcher Form sie jetzt stattfindet, oder vorhanden ist, warum kann man dann nicht sexy sein? Hast du das Gefühl, das ist in unserer Gesellschaft so? Ganz oft. Gerade bei solchen, ich nenne da so, ne, wie du sagst, so erotischen Bildern ist es halt so, damit kann man viel aussagen und ausdrücken und es passt einigen halt auch da wieder nicht. Ich war immer noch oder noch nie so der Fan davon, dass man sagt so, ich habe gar nicht den Körper dafür. Mhm. Wo steht das? Was findest du an dir am attraktivsten? Mein Po. Den Po? Ja, schon. Ja, also der, ich meine, ich sitze zwar den ganzen Tag drauf, aber er gibt mir halt irgendwie ein gutes Gefühl. Also klar, natürlich, auch so die Männer zum Beispiel, mit denen ich jetzt schon mich dann mal getroffen habe, die fahren im Sprachgebrauch da halt auch drauf ab. Mhm. Das gibt dir halt einfach ein schönes Gefühl, so, ne? Und das ist ich finde es genial, dass du sowas hast. Gerade haben wir über die negativen Erfahrungen gesprochen, aber es funktioniert ja auch. Du hast ja auch Dates, darüber werden wir gleich noch reden, wie das so abläuft. Da habe ich jetzt den Schlüssel gehört. Ist das normal für dich, dass einfach die Tür aufgeht? Tatsächlich schon. Das ist die Anna. Hallo, hallo. Hallo, Sophia. Na? Na? Wie war denn das für dich, deine Assistenz im Endeffekt zu fragen, ob sie Bilder von dir macht? Das war halt einfach so, ja. Ich glaube einfach nur, kannst du dir das vorstellen? Ja, warum nicht? Und man hat geguckt, okay, was geht halt nicht, was könnte gut aussehen. Und hat sich das dann direkt richtig angefühlt? Ja, schon. Mir hat mal ein Freund gesagt, dass ich gar nicht so Männer damit aufgeilen möchte, sondern eher Kunst erschaffe. Mhm. Aber halt nicht dieses, ich mache jetzt meine Beine breit und dann kannst du, ne, so, sondern... Also du machst keinen Onlyfans? Nee, so. Obwohl das könnte sich wahrscheinlich auch gut rentieren, weil... Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ja. Wirklich? Ja. Wieso ist es nicht dazu gekommen? Keine Ahnung, weiß ich. Eigentlich kann ich das gar nicht so sagen, warum das noch nicht dazu gekommen ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, das mache ich halt nicht. Und ich glaube tatsächlich halt auch wirklich, dass viele darauf anspringen, dass ich halt einfach krank bin. So fetischmäßig, darüber reden wir noch. Ich glaube, das wird nochmal ein ganz eigenes, abgesetztes Thema für uns. Ich folge dir unauffällig.
und bin sehr gespannt. Ich war noch nie bei irgendeinem Shooting dabei. Das wird jetzt Premiere. Ist jetzt auch nicht so wie bei Heidi Klum oder so, das ist jetzt hier. Könntest du dir das vorstellen? Ja, theoretisch eigentlich schon. Das ist dann im nächsten Leben. Die nehmen auch Männer seit diesem Jahr? Also vielleicht sehen wir uns dann da? Ja, ich gehe, wenn du gehst. Ich verstehe, okay. Wollen wir erst die Hose rausziehen, dann oben und dann hole ich die. Es ist okay, dass ich hier drin bin, oder? Okay, wunderbar. Du hast ja jetzt sowieso alles schon gesehen. Geht relativ schnell hier, ne? Wir sind ja geübt. Profis am Werk. Siehst du das eher so als Möglichkeiten, die du ausschöpfst, oder spürst du dann in solchen Momenten erst recht, dass du eingeschränkt bist? Mal so, mal so. Manchmal finde ich es schon schade, aber ich habe, und das ist genau das, was ich halt auch über das Thema Sex, also so wie ich darüber denke, ich kann es aber noch machen. Ich kann es noch praktizieren. Warum sollte ich da irgendwo drüber lange traurig sein, wenn es ja noch nicht grundlegend vorbei ist. Vielleicht erstmal auf dem Rücken und dann die Blumen so hier vorne vor, oder? Ja, eigentlich lächerlich selten. Mach ich auch nicht auf Fotos. Also, Entschuldigung. Mach mal Platz. Zieh dich mal kurz, ne? 1, 2, 3. Hier, ich reiche euch mal den Kamm. Das ist total nett, danke. Mensch, so, ne, würdest du es auch immer haben wollen, oder? Jetzt hat die Assistenz eine Assistenz. Ja. Ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal sehr ästhetisch geworden. Anne, die kann es halt einmal. Wie nehmen denn die Männer oder wie nehmen allgemein Menschen diese Bilder wahr dann? Schon gut. Wenn man dann auch beim Sexten und ein bisschen Dirty Talk so Bilder hin und her schickt. Ah, du bist da auch schon so unterwegs, dass du die heiß machst dann beim Schreiben? Ja. Ja? Das ist auch irgendwie wieder so ein Stück Freiheit, die man dann hat. Weil ich kann sie ja jetzt nicht so mir Selbstauslöser machen, weil ich halt mich jetzt nicht einfach hier hinlegen kann oder aufs Sofa und dann ne, so mit Posen und keine Ahnung. Mhm. Das ist mir ja nicht möglich. Wie ist das denn für dich, das zu machen? Dadurch, dass wir uns halt eben auch so privat gut verstehen, wenn wir eh auf einer Ebene sind, ist das so, als würde ich das mit einer Freundin machen. So wie andere Menschen eben auch mal irgendwie schöne Fotos von sich haben wollen, möchte das Sophia auch. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Gesellschaft so ein bisschen so ein Tabuthema daraus macht. Mhm. Oder auch davon ausgeht, dass Menschen mit Einschränkungen keine Sexualität haben. Ne? Ja. Und ehrlich gesagt, auch ich hatte das Gefühl, ganz am Anfang bestimmt die ersten 2 Wochen. Und dann kommt man irgendwann ins Gespräch und dann merkt man so, ja, was für ein Bullshit. Das? Ja, dann müssen wir das Bett ein bisschen unordentlich machen. Und dann drehe ich dich nochmal kurz, ne? Und lernst du dann Männer nur online kennen oder passiert das auch gelegentlich offline? Dates und so würde ich sagen nur online. Ich denke halt einfach, bei mir ist es in dem Fall einfach schwieriger, weil die Gesellschaft verschlossener auch mir gegenüber ist oder Menschen mit Einschränkungen einfach. Und schon mal gar nicht so diese Möglichkeit lassen kann oder lässt, dass man halt mehr ist als nur der Mensch im Rollstuhl. Ja, na. Du könntest ja sie auch verstreuen. Oder du nutzt heute mal die Gunst der Stunde. Ja. Wenn du schon mal einen Kerl oder zwei sogar dabei hast. Ach, was so. Würde euch denn gefallen? Achso, ja, ich würde sagen, so ist auch schon mal gut. Wir sollten so probieren und dann verstreuen wir tatsächlich die Blumen so ein wenig, oder? Okay. Das fand ich eigentlich zum Beispiel schon mal ganz schön. In Action ist ein gutes Bild geworden, auf jeden Fall. Und dann würde ich das halt quasi jetzt einfach ein bisschen bearbeiten. Ne? Da war noch eins, wo du deine Augen offen hattest, wenn du ein bisschen... Hier, das da? Was hältst du davon, wenn du so in die Kamera... Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Wie erfolgreich, würdest du sagen, bist du auf diesen Online-Dating-Plattformen? Was Daten angeht, semi. Ich würde ja schon gerne wieder jemanden in meinem Leben halt fest, als festen Bestandteil haben. Du erfährst aber auch Ablehnungen auf diesen Seiten, hast du mir jetzt so ein wenig geschildert. Kannst du mir da was zeigen? Also hier hatte zum Beispiel einer geschrieben... Wir hatten uns erst ganz nett unterhalten und dann hatte er irgendwann geschrieben, du sei mir nicht böse,
aber löse das Match auf. Geht nicht gegen dich als Person, du wirst super toll sein, aber den Aufwand des Kümmerns werde ich nicht leisten können. Wünsche dir von Herzen alles Glück. Was für ein Aufwand des Kümmerns. Also ich habe in dem Falle, ich nenne es jetzt mal meine Leute, also die Assistenten an meiner Seite, die den größten Teil in meinem Alltag mit tragen, mir, genau. So, und da ist es so, ich werde versorgt von denen, das müsste mein Partner nicht unbedingt machen. Also auch selbst, wenn es mein Ex gemacht hat. Aber das ist alles eine freie Entscheidung. Nur weil man mit mir eine Beziehung führt oder weil man vielleicht intim ist oder so. Ich meine, dafür gibt es die ja nun mal in meinem Leben. Er hat mich noch nicht mal kennengelernt und urteilt gleich darüber, als wäre ich ein Kleinkind. Findest du es nicht fair, wenn jemand von vornherein sagt, hey, zieht mich einfach nicht an, das finde ich nicht attraktiv, wenn ich da, weil im Endeffekt, ich glaube, wenn es dann zum Sex kommen sollte, muss er ja trotzdem dir helfen, trotzdem dir beim Ausziehen helfen. Ich hatte mal eine Situation, da fand man sich einfach sympathisch und nett und man hat halt auch einfach dann gesagt, hey, wir gucken halt einfach, ich komme mal vorbei, wir trinken mal einen Kaffee, und er meinte dann aber irgendwie, du sei mir nicht böse, aber zu mehr kommt das hier heute nicht, weil das kann ich nicht. Und das ist für mich dann aber eine andere Sache, weil das ist so ein bisschen... Weil dir die Chance gegeben wurde? Ja, genau. Was wäre dann da jetzt richtiger? Abenteuer gehst du so oder so ein. Egal, ob du jetzt eine triffst, die Maria heißt oder, keine Ahnung, Laura heißt und die beide aber völlig gesund sind, oder ob du jetzt eine Sophia triffst in dem Falle, die halt klar irgendwo schon so ein Päckchen mit sich bringt. Aber das hat ja vorhin schon gesagt, jeder trägt eben, ne? Und trotzdem bin ich ja halt irgendwo eine ganz normale, also Frau. Das findest du dann fair? Ja, genau. Es gibt ja aber auch Leute, die haben ganz bestimmte Fetische. Und Es gibt auch Leute, die stehen auf Menschen mit Beeinträchtigungen. Ist dir sowas schon mal begegnet? Mhm. Ja? Ja, schon. Also natürlich bleibt sowas halt auch nicht aus. Und da kommt dann dieses gewisse Extra ins Spiel. Ich kann mich ja nun mal halt schlechter bewegen. Und das ist so dieses, was die meisten dann reizvoll finden, dass die so diese Überhand halt so haben. Das ist dann eine Art Machtausübung, ja, von deren Seite, genau, aus. Genau, und wenn er dann halt sagen würde, so, ja, ich finde das voll geil, dass du im Rollstuhl sitzt und dich nicht bewegen kannst, und das tönt mich voll an, aber ich einfach merke, ja, da ist halt nichts. Also der ist halt mir total unsympathisch und respektlos, dann ist das halt einfach schon so, ja, habe ich auch keine Lust drauf. Was ist, wenn dir jemand genau dasselbe schreiben würde, aber er ist dir sympathisch? Finde ich ihn weiterhin irgendwie nicht so schlimm, weil das macht dann für mich wieder so eine Sache aus. Wie kommt das bei dir an, dass denen sowas gefällt? Also dadurch, dass ich es ja eh nicht anders kann, also dass es ja bei mir so sein muss, bin ich da ja auch sowieso schon sehr offen. Würdest du jemanden nach rechts swipen oder liken sozusagen, der eine Einschränkung hat? Also hatte ich sogar schon ein Match mit jemandem, da kam dann auch hinterher raus, dass der, ich glaube, querschnittsgelähmt war und im Rollstuhl gesessen hat dann. Mhm. Und der konnte sich halt quasi selbst vom Rolli ins Bett und, ne, so bewegen, aber mir in dem Falle nicht helfen. Ja, aber wie macht man das denn dann? Klingt sehr oberflächlich jetzt, aber es ist halt für mich keine Selbstständigkeit, die ich mir dann für den Zweck in dem Falle für mich wünschen würde. Wenn euch eine Person mit Einschränkung auf einer Dating-Plattform begegnen würde, wie würdet ihr reagieren? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare und denkt daran, bleibt respektvoll. Wenn es dann Richtung Sex geht, was würde funktionieren, was würde gar nicht funktionieren in deinem Fall? Also zum Beispiel so Missionaren, so ist bei mir halt gar nicht möglich, weil ich meine Beine ja zum Beispiel aufgrund meiner Erkrankung vorne einfach nicht weit genug aufkriege und auch ja nicht anwinkeln kann. Und alle möglichen anderen Stellungen in dem Falle, wo man jetzt sehr beweglich sein muss. Eigentlich wirklich abgesehen davon kann ich in dem Falle nur, wenn man mich umdreht, also quasi so ähnlich wie beim Doggy, aber seitlich. Seitlich zum Beispiel, ja, oder halt wirklich so auf die Knie so ein bisschen. Also ist es der Sex, den du auch gerne hättest? Also das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich brauche jetzt so eine Stellung und das ist doch so wie. Also eigentlich in dem Falle kann ich mich ja glücklich schätzen, ne? Dass es noch funktioniert. Schlimmer wäre es halt einfach, wenn ich offen und ehrlich kommunizieren müsste. Ich bin auf der Suche nach einer Beziehung, aber in einer Beziehung können wir dann aber nicht miteinander schlafen. Würdest du sagen, du hast ein erfülltes Sexleben? Also in meinem Umfang würde ich schon sagen, ja. Also ich kann zwar jetzt hier nicht das halbe Kamasutra, aber wenn wir offen und ehrlich sprechen, können das halt auch die wenigen Gesunden. So wie es halt jetzt gerade so ist, hätte ich das vor 2 Jahren in dem Falle niemals gedacht, dass ich so angenommen werden kann von anderen Männern ja auch. Ja. Die meisten Treffen finden hier
hier statt, hast du keine Bedenken, keine Sorgen, die Menschen zu dir nach Hause einzuladen? Vor allem, wenn es beim ersten Treffen ist. Also es kommt selten vor, dass ich jetzt richtig spontan handle. Mit anderen unterhalte ich mich aber wirklich lange, also länger, oder telefoniere zum Beispiel halt auch mal oder FaceTime oder sowas. Aber ja, natürlich ist das sehr gefährlich und meine Sicherheit ist so ein bisschen, dass ich ja offen darüber rede, dass ich auch Assistenten habe. Und dann wissen die, dass es da Leute gibt, die regelmäßig vorbeischauen und so, ne? Und aufpassen, ja. Genau, und es gibt halt auch wirklich so ein, zwei Dates, dass die Assistent so lange geblieben ist, bis er dann halt da war. Mhm. Ich finde es wirklich schön zu sehen, dass es funktionieren kann, dass es bei dir funktioniert. Du scheinst glücklich damit zu sein. Ich habe heute aus unserem Gespräch mitgenommen, dass man vielleicht nicht so stur an seinen Überzeugungen festhalten sollte, dass man Dinge überdenken sollte. Vielen Dank für deine Offenheit. Es ist crazy, wie offen du warst. Ich weiß nicht, ob ich so offen wäre im Endeffekt, wenn du mir dieselben Fragen gestellt hättest. Ich glaube, das hat nicht nur mit mir was gemacht, sondern bestimmt auch mit irgendjemandem da draußen. Das ist ein schönes Kompliment. Danke. Wenn ihr gerne mehr von mir bzw. meinem vorherigen Leben erfahren möchtet, wie ich in meiner Ex-Partnerschaft getickt habe, könnt ihr einmal gerne hier oben auf dieses Video klicken. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und hier kommt ihr zu einer Podcast-Folge. Da war Frank mit Hannah bei einer Sexualbegleitung dabei. Und darunter kommt ihr zu den Kollegen von Auf Klo. Die haben mit einem Paar über ihr Sexleben gesprochen, wo beide im Rollstuhl sitzen.